Das heißt, Impfpflicht nochmal konkreter nachgefragt, ja oder nein aus Ihrer Sicht? Ja, wie ich gesagt habe, der Charme einer Impfpflicht ist in meinen Augen da, weil wir natürlich sehr viel besser durch die Pandemie kommen, wenn mehr Menschen geimpft sind und vor allem geboostert sind. Also ganz klar, dass Impfen der beste Weg für alle von uns ist und auch eine moralische Impfpflicht dabei besteht. Über eine allgemeine Impfpflicht zu reden, dass wirklich jeder Mensch verpflichtet ist, wo wir weder sagen können, wie lange die Schutzwirkung ist, wie lange die Schutzdauer sein wird, auch im Hinblick auf zukünftige Varianten, die kommen kann. Da kann man im Moment keine langfristige Empfehlung aussprechen. Das ist anders bei Viren, wo wir das genau überblicken können, wie wir das zum Beispiel bei den Masern haben. Zweimal geimpft, lebenslanger Impfschutz und es ist auch noch ein Virus, was man potenziell ausrotten kann. Also das sind ganz andere Verhältnisse, um die es da geht. Darum sehe ich einer Impfpflicht im Moment sehr kritisch.